So Leute, da sind wir wieder mit einem speziellen Part Metroid. Zero Missions. Ja, ihr habt gesehen, da unten gibt es einen Missile Container. Da kommen wir aber nur schwer dran. Also gehe ich jetzt erstmal hier hin. Oh, wahrscheinlich hier. Nee. Aha. Haben wir schon mal einen Powerbomben-Container, das ist doch schön. Ah, das gehört noch dazu, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Moment. Da gab es ja auch noch etwas, das haben wir nicht alles erforscht. Ah, da kommen wir aber später noch zu, denke ich mir mal. Toll. Kommt man dann hier hin? Ah, da muss ich jetzt nicht unbedingt lang. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Aber ihr seht, hier kann man Speed aufbauen und das hat auch einen Grund, warum. Genau deswegen. Das müsst ihr nämlich machen, um da durchzukommen. Und es ist sogar beim ersten Mal gelungen. Das hätte ich jetzt selber nicht vermutet. Also merkt euch das. Ich war da selber nicht mehr ganz drauf gefasst, was ich gerade getan habe. Ich habe einfach mal schnell gemacht. Und es freut mich, dass endlich mal etwas Schwieriges direkt geklappt hat. Nicht so wie dieses eine Mistding, wo ich da so lange hing, ey. Ohne Scheiß. Hier muss man, glaube ich, auch Powerbombe. Nee, gar nichts. Geht nichts, ist da nichts. Was haben wir hier? Ja, ich will die komplette Karte irgendwie. Ich mach das immer. Das sieht dann viel schöner aus. Dann denkt man nachher, da könnt... Ja, genau. Na toll, da braucht man auch Speed. Kriegt man aber nur hier durch. Den holen wir uns jetzt. Ich finde das so genial, ne? Das mit dem Speed Booster. Das ist eine geniale Idee. Ich weiß nicht, ich... Und zack, Super Missile Container. Den, ja, den einzigen. Nur noch ein Powerbomb-Container, dann haben wir das Gebiet schon geklärt. Ist doch fein. Ich bin ja dafür, dass wir erst hier runter gehen, bevor wir da in dieses Blaue da. Weil ich denke mir mal, da könnte es sein. Aber ich will die Karte ja ein bisschen vervollständigen, also bleibt uns nichts anderes übrig. So, ja, Wasser ist jetzt kein Hindernis mehr für uns. Da wir den Gravity-Anzug haben, aber das hattet ihr ja schon vorher sehen können, da gab es ja auch kurz eine Wasserstelle. Also von daher ist das auch nichts Neues für euch. Okay, den hatte ich schon geholt. Wo waren wir jetzt? Kann sein, dass hier etwas versteckt war. Aber es sieht alles so verdächtig aus. Okay, dann war das doch nicht an der Stelle. Nee, doch nicht. Okay, wenn wir jetzt da hochgehen, können wir da links. Wir könnten natürlich auch da unten. Ja, da unten ist, glaube ich, schneller. Ja. Damit man hier Speed hat zum Laufen wahrscheinlich. Oh ja, ich weiß auch warum. Toll. Und ich habe gedacht, das wird schneller. Ja, es müsste aber reichen vom Anlauf her. Okay, da sieht es nicht danach aus, dass da oben irgendwas versteckt ist. Ach nee, ich erinnere mich. Hier gab es auch so eine fiese Stelle. Und ich habe so ein Gefühl, dass wir diesen Speed, den wir gerade da benutzt haben, hier brauchen. Aus einem ganz einfachen Grund.
Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Genau hier. Hä? War das nicht hier? Doch, hier war das doch irgendwo. Okay. Moment. Da ist das einzige, ja. Das heißt... Hier braucht man auch Speed. Toll. Den können wir hier nicht so aufbauen. Das heißt, wir mussten da hinten den Speed aufbauen. Oh, Leute. Das ist vielleicht eine Sache. Ich sag's euch. Genau das. Wo müssen wir ungefähr stehen? Hier. Okay, das müssen wir uns merken. Das ist sehr wichtig. Ich hoffe, ich pack das. Ah, zum Glück ist das weg, ey. Ich habe gedacht, das müsste man dann wieder erneut holen oder kaputt machen. Nein. Man muss nämlich so schräg springen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und das ist gar nicht so einfach. Aber wir wissen ungefähr, wo wir hochspringen müssen oder hochspringen sollten. Ach nee. Das heißt, wir standen hier. Wir müssen wahrscheinlich hier stehen. Das ist nämlich etwas höher. Okay, das müsste dann ja noch einfacher sein. Damals habe ich so viel ausprobiert, ich wusste gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe gedacht, wollt ihr mich verarschen oder was? Aber ich sag's ja, das ist das Coole an Metroid. Okay, wir mussten noch was höher. Wir müssen nämlich dagegen kommen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Genau hier. Da müsste es eigentlich funktionieren. Ob wir mit der Kugel auch so komisch hochspringen konnten, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wenn das jetzt so nicht klappen sollte, dann versuch es mal einfach mal mit der Kugel. Okay, ich glaube, ich sollte es mit der Kugel versuchen oder wir hätten etwas höher sein müssen. Ah, ich denke mir mal, mit der Kugel werden wir das packen. Komm. Ah, nee, wir mussten höher stehen. Nur ein klein bisschen. Wahrscheinlich hier. Genau auf der Mitte oder so. Oh. Nein. Ich habe zu spät geschossen. Jetzt aber. Ey, wie soll ich denn da noch höher kommen? Oder geht das mit der Kugel doch nicht?
Da, geht doch. Leute, ich hab's geschafft. Ich hab jetzt gerade gebetet, dass das nicht noch länger dauern wird. Ha, gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach unten, nach Norfair. Oder Norfair, wie auch immer. Hä? Das Blaue, das endet da. Warum? Sind wir denn nicht runtergegangen? Ach egal, wir gucken einfach mal, wie man da noch hinkommt. Es muss ja immer mehrere Wege geben, ist ja meist so. Auf nach Norfair oder Norfair. Oh, hier fehlen uns 3 Missile-Container und ein Powerbomben-Container. Unten links, da wo es grau ist, wird wahrscheinlich etwas sein. Ja, wo die anderen jetzt sind, das ist eine gute Frage. Ich gehe erstmal da, wo es grau ist. Wahrscheinlich werden da noch die anderen Sachen sein, also... Stimmt, da ist ja glaube ich diese Lava hier gewesen oder so. Die können wir ja jetzt einfach umgehen, da die uns ja keinen Schaden machen kann. Aber mir ist gerade aufgefallen, ich hätte vorher auf die Karte gucken sollen. Da hier eine Sackgasse ist. Und das nervt einfach. Ach ja, das fühlt sich schon gut an, wenn man so overpowered ist und man läuft hier durch. Tja. Wir speichern einfach mal. Wir haben ja jede Menge gerade eben bewiesen. Was cool wäre, wenn die mal so eine Booster, Speed Booster... Ach, wie heißt es? Eine neue Funktion machen würden, dass man den Boost, also, dass man auch dafür irgendwie so eine Art Benzintank oder irgendwie sowas hat, dass man den dann ab und zu benutzen kann. So auf Knopfdruck, wisst ihr, was ich meine? Dann, damit man den sich nicht an manchen Stellen halt aufbauen muss, ist zwar cool, aber dass sie vielleicht sich das überlegen würden, so das vielleicht nochmal anders zu machen. Ich habe so ein Gefühl, da könnte was sein, aber wir haben keine Powerbomben, das regt mich gerade auf. Da oben können... Ja, ich weiß, wie wir Powerbomben bekommen. Jetzt sag nicht, wir kommen da nicht hoch. Oh, schade. Dann nicht. Dann gehen wir weiter runter. Und dafür brauche ich erstmal Speed. Auf geht's mit Gebrüll. Noch eins tiefer? Ja, noch eins tiefer. Obwohl... Das sieht so aus, als ob da was ist. Ich glaube, da ist sogar etwas. La la la, einfach so durchspringen oder durchfliegen. Okay, hier ist doch nichts. Wie komme ich jetzt hier hoch?
dann wieder den Weg zurück, weil er so schön war. Okay, so. Wir wollen ja da unten links hin. Okay, so komme ich da auch hin. Da! Zum Glück. Jetzt habe ich wenigstens eine. Ah, okay. Hat sich erledigt, jetzt habe ich wieder voll. Sieht voll so aus, als ob die Lava weggeht, aber das ist ja nicht so. Stimmt, hier unten habe ich da jetzt mal geguckt gehabt. Okay, da gibt es nichts. Nee, nichts erspeichern. Okay. Ich gehe jetzt hier einfach mal links. Oh, ihr Gegner. Ich glaube, hier war auch irgendwo etwas. Aha. Jetzt weiß ich gar nicht. Oh, da ist ja auch noch etwas. Jetzt weiß ich gar nicht, warum es diesen Speed hier eigentlich gibt. Das ist wahrscheinlich nur diese Abkürzung gewesen. Ja. Okay, dann wissen wir schon mal, dass da eine Abkürzung ist. Dann können wir später da nochmal hin. Genau, jetzt können wir nämlich hier hin. Aha. Ja, aber sieht ja schon brutal heiß aus. Oh, schnell. Zack. Ja, noch zwei Stück davon, ne? Ist hier noch was? Okay, scheinbar nicht. Und jetzt? Aha, da ist ja noch ein Weg, da bin ich ja gar nicht durchgegangen. Aber wir haben noch ein paar Minütchen. Wie gesagt, immer 20 Minuten bei diesen Special Parts jetzt, damit ich genug Zeit habe, um euch Sachen zu zeigen. Okay, da sind wir echt... Ah, deswegen sind wir da nicht reingegangen. Das ergibt jetzt Sinn. Oh, toll. Das heißt, uns fehlt jetzt noch einer davon und noch einer davon. Dann haben wir ja fast alles. Irgendwo könnte man doch noch weiter durch. Aha, hier ist ja noch was. Ich hab... Oh, ja, jetzt hättest du noch eine Sache. Ja, ich bin ja einfach durchgestürmt, hab gar nicht auf die Karte geachtet. Das sollte ich demnächst eigentlich des Öfteren mal tun, ne? Aha. Ach so, ja, da sind wir... Ah, nee, da sind wir ja hergekommen. Ich habe schon gedacht, wir haben jetzt wieder was entdeckt.
Oh, es sind ja schon 20 Minuten. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Ah, dann würde ich sagen, beende ich hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch wieder einiges zeigen. Bis zum nächsten Part. Haut rein!